Hallo. Kohlrouladen gehören jetzt nicht unbedingt zu den Gerichten, denen man nachsagen könnte, sie werden schnell zubereitet, sind aber doch auch sehr beliebt, sind eben eine leckere Sache, aber natürlich auch Geschmackssache. Deswegen stelle ich heute eine Alternative zu Kohlrouladen vor, die sich sehr schnell zubereiten lässt, sehr einfach auch zubereiten lässt. Das ist dann am Ende natürlich nicht das Gleiche, aber es schmeckt trotzdem auch sehr gut und kommt geschmacklich eben sehr nah an die Kohlrouladen ran. Dafür braucht man nicht viel, natürlich wie üblich den Weißkohl, Zwiebeln und Hackfleisch. Der größte Unterschied besteht im Prinzip darin, dass gar keine Kohlrouladen hergestellt werden, sondern die Zutaten so miteinander vermengt werden. Und dafür muss man den Kohl zunächst klein schneiden. Damit fangen wir jetzt an. Weiter geht es mit dem Kleinschneiden der Zwiebeln. So, das war es jetzt im Wesentlichen schon mit der Vorbereitung. Der Weißkohl wird jetzt angebraten, scharf angebraten, darf ruhig recht braun werden, teilweise vielleicht sogar ein bisschen schwarz, wenn es mal schief geht. Das ist alles nicht so schlimm. Parallel dazu wird auch die Zwiebel angebraten, aber in einem eigenen Topf, damit sie wirklich gründlich angebraten wird. Denn wenn sie sich jetzt mit dem Weißkohl vermischt, dann gibt es sicherlich einige Zwiebelstücke, die nicht so ganz angebraten werden und das passt zu diesem Gericht jetzt nicht ganz so. Ich brate das Ganze in Butter an. Man kann aber natürlich auch zum Beispiel Olivenöl nehmen. Das schmeckt auch gut. So, der Weißkohl brät jetzt schon vor sich hin. Das wird so 10 bis 15 Minuten dauern. In der Zwischenzeit muss man auch ein paar Mal umrühren, damit er nicht unten verbrennt oder komplett anhängt. Hier vorne haben wir die Zwiebel. Die wird, wie zumindest bei mir üblich, gewürzt mit etwas Salz und etwas Pfeffer. Pfeffer habe ich schon drin. Jetzt kommt noch ein bisschen Salz dazu. So, das Ganze muss hinterher auch ein bisschen noch gewürzt werden. Das ist immer sehr relativ. Der Weißkohl, wenn er angebraten wird, bringt schon einen sehr schönen Geschmack mit. Er wird so leicht süßlich. Das muss man einfach mal ausprobieren. Ist ja immer Geschmackssache. Deswegen neige ich dazu, eigentlich nur am Ende so ein bisschen abzuschmecken. Das dann auch je nach Tagesform. So, wenn die Zwiebel soweit ist, kann man auch das Hackfleisch schon dazugeben. Das wird natürlich dann auch zerkleinert. Meistens hat man es ja an einem großen Stück gekauft oder auch eingefroren und da muss man dann beim Anbraten darauf achten, dass natürlich ja dieser große Block in kleine Teile zerteilt wird. Deswegen hat man ja eigentlich Hackfleisch, damit es auch gleichmäßig angebraten wird. Es darf ruhig sehr weit angebraten werden, es darf durchaus braun werden. Auch das ist natürlich Geschmackssache. Ich gebe da gerne noch ein bisschen Butter dazu, damit wirklich genug Fett da ist, um es gleichmäßig durchzubraten. Und gewürzt wird wie immer mit Salz und Pfeffer. So, jetzt ist es schon soweit. Die Zwiebeln sind soweit durch. Ich habe gerade noch etwas Fett, also Butter genau gesagt, dazu getan. Jetzt kann schon direkt das Hackfleisch mit in die Pfanne. So, das hatte ich noch nicht gesagt. Es ist ein Pfund ungefähr. 600 Gramm Hackfleisch sind das. Rinderhack. Es geht natürlich sicherlich auch Schweinehack oder gemischtes oder Wildhack. Wie auch immer man das mag. Wesentlich ist, dass man es eben ordentlich anbrät. Erhöhe die Hitze noch mal so ein bisschen. Und ist natürlich zerkleinert, denn nur dann kann es wirklich gleichmäßig angebraten werden. Ja, und da sind wir schon fast soweit. Ab hier ist es Geschmackssache, wie braun das Fleisch werden soll. Ich lasse das noch ein bisschen weiter anbräunen. In der Zwischenzeit wenden wir uns dem Weißkohl zu, der mittlerweile eigentlich soweit fast fertig ist. Hier ist er nämlich, eigentlich optimal. Er kann auch noch ein bisschen brauner werden, mache ich heute nicht. Man sieht ein paar kleine schwarze Stellen dazwischen, das ist nicht ganz so schlimm. Das brennt eben doch mal ein bisschen an. Und jetzt warten wir noch, bis das Hackfleisch soweit fertig ist und dann wird es einfach zusammengekippt und dann war es das schon. So, wenn dann alles
ordentlich angebraten ist, kann man im Wesentlichen die Sachen einfach zusammenkippen und verrühren, vermengen. Und dann ist es das schon gewesen mit den Blitzkohlrouladen, die keine Rouladen sind. Schmeckt sehr lecker, geht sehr schnell und ist auch sehr günstig und einfach herzustellen. Da muss man nicht viel für können. Das ist vielleicht ein toller Einstieg, eine Stufe über dem Rührei beispielsweise, wenn man einfach sagt, ich habe noch nie selbst gekocht, dann kann man es hiermit mal einfach ausprobieren. Und das war's. Kohlrouladen mal anders. Ich hoffe, das hat wieder Lust gemacht, es nachzumachen, nachzukochen oder vielleicht inspiriert, es so oder ähnlich auszuprobieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.